Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Evoland 2 für den PC. Das letzte Mal haben wir die Mine leergeräumt, auch wenn sie jetzt nicht mehr leergeräumt ist, weil ich ein Savegame geladen habe und sich da die komplette Mine zurücksetzt. Aber wir haben immer noch unsere krassen Todesvernichtungsbomben. Und bevor ich mich hier weiter den Mund fusselig rede, wollte ich sagen, ich kann den guten Deutsch, habe ich wieder dabei. Machen wir hier mit dem TNT-Block, den wir hier freigeschaltet haben, erstmal den Weg frei, sammeln das ganze Geld ein. Und machen uns auf den Weg zum nächsten Bossfight. Ach, ihr seid mir wohl hierher gefolgt. Was hofft ihr damit zu erreichen? Weltfrieden? Was genau habt ihr vor? Ha, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Einer dieser dummen Bösewichte, die in einem Monolog ihren ganzen Plan an die Helden verraten? Aber ihr habt überhaupt keinen Plan, stimmt's? Natürlich haben wir einen Plan. Nicht, dass ich euch davon erzählen würde. Bei so etwas kitzelt der Held immer genug aus den Bösen heraus, um ihren Plan zu vereiteln. Ich weiß ja nicht, was ihr denkt, Kuro, aber ich glaube, sie blufft. Sie haben eigentlich gar keinen Plan. Das glaube ich auch. Ich glaube, sie haben keinen Plan. Ich sage euch, wir haben einen Plan. Na schön, ich verrate einen klitzekleinen Teil davon. Oh, sie verrät uns ihren Plan. Wir sind ganz Ohr. Überzeugt uns besser, sonst glauben wir noch, dass es gar kein richtiger Plan ist. Ach ja, ich werde mein Bestes tun. Es war einmal vor lang... Also, naja, wir haben vor, Magieenergie zu sammeln. Genug, um in Professor Giros Labor einzudringen. Der Professor Giro? Der lebte, als der Kaiser noch über das Land herrschte? Der die geheimen Pläne der Magie für die Konstruktion einer Waffe unschätzbarer Macht wiederentdeckt haben soll? Ja, ihr wisst jetzt schon zu viel. Viel zu viel. Ich sage kein Wort mehr und ich glaube, ich sollte euch auch zum Schweigen bringen. Oh. Scheinbar haben sie tatsächlich einen Plan. Der hört sich gar nicht gut an. Oh oh. Und hier haben wir unseren nächsten Bossfight gegen Plum. Der fängt hier mit den Bomberman-Bomben an. Wir haben sie ja schon mal besiegt. mit ihren eigenen Bomben. Tatsächlich. Und sowas in der Art machen wir jetzt auch vorerst, denn nachdem wir genug Schaden angerichtet haben und eigentlich sollte das jetzt reichen. Ja. Hey, das sind meine Bomben. Ich habe mich schon gefragt, wo ich sie nur gelassen habe. Gib sie zurück. Okay. Oh. Wie töricht ihr doch seid. Egal, was man hier auswählt, man kriegt immer die Bomben geklaut. Und in der zweiten Phase dürfen wir uns natürlich wieder mit den Bomben rumschlagen. Und Plum hat diesen Schild, den sie immer wieder aufbaut, den man erstmal weghauen muss, bevor man Schaden tatsächlich machen kann. Dafür trifft sie sich gerne mal mit ihren eigenen Bomben, sobald der Schild weg ist. Und der Fight kann durchaus ein bisschen hektisch und gefährlich werden. Eben wegen der ganzen Bomben und weil die halt echt viel Schaden machen. Dafür kommen aus diesen Felsbrocken, die hier immer wieder aufgesprengt werden, gern mal Herzen raus, um es zu heilen. Natürlich kann man auch einfach einen Heiltrank benutzen. Das wäre übrigens großartig, muss ich mal so sagen. Und vielleicht müssen wir das gleich sogar tun. Oder sie sprengt sich einfach komplett selbst in die Luft. Das ist auch okay. Hab ich auch gar kein Problem mit. Wie gesagt, das passiert gern mal. Vor allen Dingen, wenn man Bomben hin und her wirft. Ja, ich sollte definitiv einen Heiltrank benutzen. Habe ich einen Heiltrank? Ich habe einen roten Trank. Ja, wir haben genug Pampe, um neue herzustellen. Ist alles gut. So, komm mal her. Hör mal auf hier. Ist ja furchtbar gerade mit dir. Fräulein, bleiben Sie mal stehen. Ey. So. Nice. Selbst in die Luft gejagt. So gehört sich das. Ihr seid wirklich stark. Jetzt verstehe ich, wie ihr Cherry besiegen konntet. Und ich verstehe auch, was ihr letzter Wunsch war, als sie starb. Ihre letzten Worte. Cherry wollte verhindern, dass euer Boss die große Katastrophe auslöst. Ja. Wir hätten ihn von Anfang an aufhalten sollen. Dieses Chaos verhindern sollen. Diesem Rachefeldzug Einhalt gebieten sollen, der nur einen Teufelskreis der Gewalt fortsetzen würde. Aber wer sind wir schon, das zu entscheiden? Es ist unsere Pflicht, ihm zu gehorchen. Oh, do. Ich glaube, niemand sollte blind Befehlen folgen müssen. Entschuldigung. Wir alle haben einen freien Willen. Warum sollte jemand anderem die Entscheidung überlassen? Das ist nicht das, was ich gelehrt wurde. Ihre Stärke gewesen hätte ich womöglich. Aber ihr seid stark genug, ihn aufzuhalten. Versprecht mir nur, ihm nicht weh zu tun.
hat über die Jahre so viel erleiden müssen. Wir werden ihn aufhalten mit eurer Hilfe. Zu spät. Es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Nein. Alle Mann, halt. Nein. Ah, die Dramatik, sie ist hinüber. Hey, wohin sind sie hin? Hinter uns. Noch ein Hinterhalt. Ah. Diesmal kommen sie nicht davon. Wir werden sie uns schnappen, denn wir sind... Team Rocket? Die kaiserlichen Sondertruppen. Naja, fast. Gebt auf, ihr seid umzingelt. Wenn man es genau nimmt, umzingeln wir sie nicht wirklich. Wenn sie wollten, können sie einfach nach rechts ausbüchsen. Bringt sie nicht auf dumme Gedanken. Ruhe! Das Protokoll verlangt, dass wir bei einer Verhaftung die Gauner davon in Kenntnis setzen müssen, dass sie umzingelt sind. Okay. Das, ja, wie ich bereits sagte. Gebt auf, ihr seid umzingelt. Durch mich haben die sich etwa gerade bewegt. Sieht fast so aus, aber sicher bin ich nicht. Aber was, habt ihr nicht gesagt, alle Mann sollen Halt machen? Hui. Boss, sie sind weg. Wie ist das möglich? Dabei waren sie doch umzingelt. Wir haben sie kaum aus den Augen gelassen. Haben wir. Los, ihnen nach. Sie haben eine wichtige Mission. Ich kann nicht zulassen, dass ihr sie aufhaltet. Oh, oh. No. Plum, plam, plim. Klimbim. Sie hat sich für uns geopfert. Das war sehr tapfer von ihr. Halten wir jetzt diesen Kerl auf. Auch zu Professor Giros Labor. Ich wollte schon immer wissen, ob es einen Weg hineingibt. Na dann. So viel dazu. So, bisschen Dramatik hier nochmal am Start. Und jetzt können wir zu Professor Giros Labor. Giro. Professor Giro. Schauen wir mal. Die Soldaten sind immer noch ausgenockt. Sehr schön. Sehr schön. Vielleicht schlafen sie einfach nur. Machen gerade, keine Ahnung, Mittag oder so. Und da geht's nicht lang. okay, dann gehen wir halt den langen Weg außen rum. Hier nochmal über die Brücke. Und da links haben wir das Labor. Ich glaube, das habe ich tatsächlich, da waren wir bisher noch nicht gewesen. Also so gar nicht. Und schauen wir mal. Das Labor. Okay. Hier gibt es tatsächlich nicht viel zu tun. Also jetzt kein Dungeon. Noch kein Dungeon, sagen wir es mal so. Wollen einfach hier durch. Ich glaube, hier gibt es auch keine Items oder Secrets oder sowas. Ich glaube nicht. Doch. Schau mal einer an. Fast vergessen. Rote Pampe. Na, das hat sich doch gelohnt. Oder so. Na gut. Gehen wir zurück. Oi. Und wir treffen niemanden. Es besteht kein Zweifel. Das ist definitiv die Tür zu Professor Giros Labor. Sie wird in einigen authentischen Dokumenten aus der Zeit des Kaiserreichs genau beschrieben. Trotz zahlreicher Versuche ist es bislang niemandem gelungen, sie zu öffnen. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, welche Geheimnisse dieses berühmte Labor wohl bergen mag. Ich habe eine Idee. Wir könnten einfach hier graben. Warum eine stark abgesicherte Tür durchbrechen, wenn es eine Abkürzung gibt? Wenn das nur so einfach wäre. Es wurden schon einige Tunnel gegraben, aber sie alle stießen auf ein unglaublich starkes schwarzes Metall. Sieht so aus, als wäre die Tür der einzige Weg hinein. Genau. Oh oh. Und ich dachte, niemand sonst schert sich um Professor Giro. Ich habe euch unterschätzt. Ihr seid bestens informiert, Mensch. Und ihr scheint selbst einiges zu wissen. Wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Ich bin euer schlimmster Albtraum. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Nein, da kann ich euch leider nicht zustimmen. In meinem schlimmsten Albtraum wache ich eines Morgens in einem rosa Kleid auf, umgeben von Pilzen, die mich für ihre Prinzessin halten. Igitt, warum müssen es auch immer Pilze sein? Gut, dass wir das geklärt haben. Das kann nicht sein. Ich erinnere mich an euch. Ihr wart mit meinem Vater zusammen vor 50 Jahren an jedem Tag, an dem das Kaiserreich uns angriff. Ihr seid der Grund, dass man uns gefunden hat. Mein Vater hat euch vertraut und ihr habt ihn verraten.
Ihr seid der Grund dafür, dass sie alle sterben mussten. Oh oh. Euer Vater? Ihr meint Minos? Wollt ihr damit sagen, dass ihr sein Sohn seid, Reno? Ihr wart es also tatsächlich. Aber wie kommt es, dass ihr in 50 Jahren nicht gealtert seid? Zweifelsohne steckt die Magie eurer Zauberer dahinter. Und jetzt werde ich endlich den Tod meines Vaters rächen. Oh oh. Nein, da irrt ihr euch, euer Vater Minos. Er lebt. Ihr lügt. Nein. Oh. Ihr seid mit ihnen an jedem Tag verschwunden. Es ist wahr, als der Großmagus angriff, wurden wir an einen Ort fern von hier gebracht. Sehr fern sogar. Wir haben bis jetzt gebraucht, um wieder zurückzukommen. Und wo ist er dann? Mein Vater, wo ist er? Bei uns ist er leider nicht. Er ist noch dort. Aber wir retten ihn bald, ganz bestimmt. Hoffe ich zumindest. Oh oh. Wenn ich euch nur glauben könnte, dann hätte ich nicht tun müssen, was ich getan habe. Was habe ich nur angerichtet? Es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt noch immer aufhören. Aber es ist zu spät. Nee, eben nicht. Aber Dramatik, Cherry, Plum. Wie soll ich euch rächen, wenn ich meine Mission jetzt einfach aufgebe? Oh, Fina sagt die Wahrheit. Euer Vater Minos lebt, dessen bin ich mir sicher. Wenn ich euch doch bloß glauben könnte. Aber einem Menschen werde ich niemals trauen. Ich will mich nicht weiter mit euch abgeben. Oh oh. Ich werde meinen Vater rächen. Nu. Und da haben wir schon den nächsten Bossfight gegen Reno. Im Endeffekt, in dieser Phase, während der hin und her teleportiert, wollen wir uns von den Energiekugeln so ein bisschen natürlich fernhalten und die Energiekugeln, die er uns entgegenwirft, zurückschleudern. Im richtigen Moment, das Timing war ein bisschen daneben, aber es hat funktioniert und wow. Schauen wir mal. Das ging daneben. Ja, komm. Und zack, nice. Oh, das war ziemlich viel Schaden, meine Herren. Oh, jetzt haben wir die Energiekugel ein. Ah, er ist ein Super Saiyajin. Und in dieser Phase wollen wir seinen Attacken so ein bisschen diagonal ausweichen. Und dann versuchen, ihn zu treffen. Auch wenn nicht jedes von diesen Bildern natürlich echt ist, dass er projiziert. Aber solange man sich immer schön diagonal bewegt oder einfach vollkommen aggressiv auf ihn eindrischt, ist der Kampf gar kein Riesenproblem. Man muss nur immer dran denken, bei den Nahkampfattacken einfach diagonal wegzulaufen. Dann kann er einen nicht treffen. Oh, wie ich die Menschen verachte. Ihr seid ja nicht stark, wie wir Dämonen sein. Eure Körper sind schwächer. Euch fehlt es an physischer Stärke. Eure Leben sind kürzer als die unseren. Warum also? Warum müsst ihr wieder und wieder gewinnen? Vor 50 Jahren habe ich alles verloren. Meine Familie, meine Freunde, mein Vater. Endlich hat der Albtraum ein Ende. Jetzt werde ich endlich wieder mit ihnen vereint sein. Aber freut euch nicht zu früh. Es werden andere an meiner Stadt kommen. Eines Tages wird die im Labor weggeschlossene Waffe zum Einsatz kommen und eure ganze Welt zerstören. Das wird der Tag sein, an dem wir Vergeltung üben. Wir werden dafür sorgen, dass dieser Tag nie eintrifft. Das wird sich zeigen. Dead. No! Aber wir sind stärker als ein Super Saiyajin. Guru, wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich den Lauf der Geschichte geändert. Die große Katastrophe wird nicht passieren. Die Zukunft ist gerettet. Ich wünschte nur, Minos könnte das miterleben. Vielleicht hätte er Reno davon überzeugen können, dass wir nicht seine Feinde sind. Oh. Hey, schaut. Die von Reno entfesselte Energie hat die Tür zum Labor aktiviert. Oh nein. Jetzt hat jeder Zugriff auf die Waffe. Ja, Mensch. Nicht, wenn wir zuerst an sie herankommen. Dann könnten wir sie zerstören. Und wo wir schon mal dabei sind, können wir auch die hier verborgenen Geheimnisse ausgraben. Was meint ihr, Kuro? Gehen wir rein? Na klar. Ja, jetzt liegt es an uns, die große Katastrophe zu verhindern. Nach gewissen Schriftrollen aus der Zeit des Kaiserreichs zu urteilen, hatte Professor Jiro die Technologie der Magie wiederentdeckt. Das ist eine einmalige Chance, mehr über sie herauszufinden. Als Wissenschaftlerin kann ich mir dieser Gelegenheit nicht entgehen lassen. Okay. Was immer ihr entscheidet, Kuro, ich werde euch folgen. Aber ich mache mir Sorgen um Minos. Oh oh. Und Reno liegt tot am Boden.
Na dann. Gehen wir mal rein. Und ich will mal ganz kurz checken. Ich will mal ganz kurz checken, bevor wir ins Labor gehen, ob dieser Bug noch existiert. Ja. Man kann die Tür jederzeit wieder ansprechen. Und kann sich, wenn man Bock auf diese Animation hat, sie sich immer wieder angucken. Ist das nicht toll? Ich finde das ziemlich toll. Na gut, vielleicht nicht ganz so toll wie ich. Also, ne. Ich finde das schön, dass das in all den Versionen bis jetzt noch nicht gefixt wurde. Hervorragend. Oh. Unglaublich, solche Relikte habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Es sieht so aus, als hätte dieser Ort seit einer Ewigkeit verlassen. Ich vermute, seit Professor Giros Verschwinden hat sich niemand mehr hierher verirrt. Genau, die Tür war ja zu. Das war vor 50 Jahren. Vielleicht stolpern wir ja irgendwo über seine Gebeine. Ah, Gebeine! Aber ja, doch, wenn wir Glück haben. Schließlich ist der Professor aller Wahrscheinlichkeit nach hier gestorben. Ich frage mich, wozu das hier gut ist. Hey! Ein Gespenst! Das sieht mir nicht nach einem Gespenst aus. Ja, nach einer aufgezeichneten Nachricht. Warum hören wir sie uns nicht einfach an? 15. Februar 1947. Soeben bin ich in dieser Zeit angekommen. Ich habe das Signal des defekten Modells nachverfolgt, das mich hierher geführt hat. Es gelang mir, sie loszuwerden, ihn und die Frau. Ich werde hierbleiben und darauf warten, dass Subjekt X erscheint. Ende der Aufzeichnung. Oho. Das ist ohne jeden Zweifel Professor Giro. Er hat sich nie ohne diese Maske blicken lassen. Das muss bedeuten, dass auch er durch die Zeit reisen konnte. Lasst uns die Waffe suchen und sie zerstören. Dieser Ort, ich habe ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Wirklich verblüffend. Ich sollte mir Notizen machen. Ja, ja, ja. Damit sind wir im Professor Giros Labor angekommen. Bevor wir allerdings anfangen, hier durchzumarschieren, denn ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich zwei Parts brauchen wird, bis wir hier durch sind. Das ist ein relativ umfangreiches Dingen. Würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, dass der Walkthrough hat euch so gefallen. Falls ja, aber dann in den Kommentaren gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.